So, let's go, ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Walking Dead. Alles okay. Also, reden wir jetzt mit all den fünf, mit denen wir jetzt gespielt haben, sind die jetzt an diesem Lager? Das wäre echt cool. Ja, witzig. Was zum Teufel? Don't fucking move! Who the fuck are you? Hey. My name is Tavia. How did you find us? Ich fand eure Zettel. I found your note. Oh ja. Cool, das ist ja lustig, dass sie jetzt sich alle zusammengefunden haben. I'm a scout for a growing settlement up north. We go out and look for survivors to rescue them. Ist ja witzig. We have food, clean water and shelter for Whoa. Everyone. We're offering you a chance to help us out and start over. Hört sich gut an, oder? Sounds too good to be true, but I think it is. Bonnie, get real. Bonnie. Just because she says it's true doesn't mean it is. You should know about that. At least what I did was an accident. Hey, that's enough. Ja, bleib mal ruhig. If I learned one thing from Danny, it's that we have to stick together and protect Und uns selbst ourselves. Beschützen müssen. That guy was an asshole. You should be happy he got killed before Shell and Becca joined us. Why? Don't worry about it. Was? Yeah, screw this. We don't know what kind of people we're dealing with. Ich bin einzig bei euch geblieben. The only reason I'm with you guys is because Vince saved Ooh, my life. Schick. Look, we need people, plain and simple. You folks can decide if you want to come as a group Ooh. Or split up or whatever. But I don't want to be out here in the open after dark. Okay. So in a few minutes, I'm going to be getting back in my car and on my way. Oh ja. Yeah. Some of you will follow me. Und jetzt habe ich entscheiden, wer mitkommen war, oder? Even if she's not, I think it's better to just keep on the move. Oh ja. Staying in one place makes you an easy target. Das stimmt. I don't care how safe you think it is. Das stimmt natürlich. Stop with a death threat. It was right off the highway for God's sake. Ausgeschlossen. You and a bunch of sick old people were gonna defend it. I don't like this, guys. We should just walk away. I don't trust her. Of course you don't, Russell. Natürlich. You don't trust anyone. Wie kann man dich nur überzeugen? What will it take to convince you? I don't know. Tja. Russell, come on. Komm schon. Oh, come on, guys. I mean, we left those photos so that someone could find us, didn't we? Ja, eigentlich schon, ne? Well, it could be a trap. What if they want to kill us? Thank you. Everyone out there is batshit crazy. We've all seen. Was wollen wir mit euch aufessen? We turned out all right, didn't we? Relatively speaking. What are we gonna do? Eat you? Are you gonna eat us? No, that was a joke. I'm sorry. Witzig. Look, I know you guys are wary, and you have every right to be. Ja. You don't know me from a hole in the ground. And yeah, there are some crazy. Aber ich sehe doch eigentlich aus hier wie eine nette alte Dame. Ja, wobei darf man nicht trauen. Auf der Molkerei. Come with me, or you can stay. Darf man nicht vergessen. The choice is yours. Ja. So, who wants to come with me? Ja, wer will mitkommen? Ach so, und jetzt ist jetzt vielleicht das basierend auf meinen Spielereignissen kommen die jetzt mit oder was? Und? Keiner? Wow. I'm just not sure. Okay. We've been out here for so long and seen so much bullshit. Mir ist ja egal, ob sie mitkommen oder nicht. Of course it is, Russell. Hope is all we've got left. But being smart. Vielleicht findet ihr Menschen, die ihr kennt. Some of you may have been separated from friends or family. It's a long shot. But there's a chance you could find yeah. them. Have your people been through Statesboro? Yes, I think we have. Yeah. Okay. Okay. I swear to God, if you try anything, you're gonna be threatened. Yeah. And if you're not lying, maybe Eddie will be there. Yeah, vielleicht. We'll do everything we can to help you find your friends and family. But understand that I can't promise anything. We understand. I think we've all oh, made yeah. up our minds. Auf jeden Fall, gut. Well, I guess we have our group. Gleich mal ein Schmotzer, oder? What do you want to do with these? Verbrennen. Ich weiß es. Ja! Ich wusste es! Ich wusste es. Es war einfach klar. Es war klar. This is a good thing. Ich weiß es. Ich wusste es einfach. Ich wusste es einfach. War offensichtlich. Es war offensichtlich. Tada! How do we know this will work out? Es wird funktionieren.
Ich gebe euch mein Wort. Komm. I give you my word. Traut mir. Und das war's jetzt. Ach nee, komm. Hätte ich ja... Danny oder Justin, wessen Fuß hast du abgeschossen? 70%. Yes. Bleiben oder gehen? Bist du im Auto geblieben oder ausgestiegen? Du und 50% der Spieler. Wow. Nate verlassen. Bist du gegangen oder geblieben? Jawohl. Hey, jetzt bin ich aber hier, ne? Hast du Leland angelogen? Ja. Hast du sie dort gelassen oder getötet? Boah. So viele sind abgehauen. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Aber... gegangen mit Tavia. Aufenthalt auf dem Campingplatz. Wie bitte? Wie bitte? Also Vince? Nee, warte. Also die zwei Kerle, die sind da unten, die sind geblieben. Aha. Ja, das ist ja interessant. Ich habe gedacht, die sind alle mitgekommen. Aber stimmt, es haben ja nicht so viele Autos, also nicht so viel im Auto Platz. Ah ja, interessant. So. Und, also diese ganzen Entscheidungen von da, die beeinflussen jetzt The Walking Dead 2. Das ist ja interessant. Mann, das ist alles, oh, das ist ja cool. Wenn das alles aufeinander aufbaut, das ist ja genial. Das ist super. Finde ich saugeil. Cool. The Walking Dead. Die 400 Tage, ist das die Frau da? Schon, oder? Ja. Das ist die Frau. Ja. Ich meine, aber das ist ja Wahnsinn. Das ist echt interessant. Da hat man sich echt Mühe gegeben bei dem Spiel. Das ist... und diesmal, wir haben ja so viel Zeit. Ich meine, die Folge hat erst gerade angefangen. Ich meine, ich kann ein bisschen reden, ne? Aber diesmal lassen wir die Credits ablaufen, weil mich hat doch ein netter Zuschauer darauf hingewiesen, ne? Dass nach dem Abspann von dem Hauptspiel von The Walking Dead, dass noch was kommt. Ja, ich habe im Eifer des Gefechts habe ich halt auf Abbrechen gemacht, ne? Wie man mich halt so kennt. Und jetzt weiß ich ablaufen, nicht, dass wir noch irgendwas vergessen, verpeilen, irgendwie sowas. Genau, weil es könnte ja irgendwas passieren, irgendwas. Und deswegen, ja. Also ich fand wirklich das Spiel super. Also ich liebe Spiele, wo du dir einfach deinen Weg bauen kannst. Es gibt nichts Geileres. Jetzt hat der Sack echt diese zwei erschossen, ey, Wahnsinn. Ja. Aber man fühlt sich immer schlecht. Egal, was man macht, man fühlt sich immer schlecht. Immer. Was soll's, oder? Kann man nichts machen, ne? Kann man das irgendwie machen, dass das schneller vergeht? Irgendwie so runter? Ey, da heißt jemand Ben Ingram. Ja, das ist ja ein lustiger Name. Ja, also, super. Geil. Aber ich wirklich, also da, diese Szenen, da dieser, wie ist da dieser mit seinen Drogen da im Handschuhfach, dass der Typ nicht zurückläuft, nein, er geht zurück und dann, wenn der Typ weggefahren ist, dann läuft er auf einmal. Ja, das ist... ja, kann man nichts machen, ne? Aber okay. So. Natürlich, laut meinem Glück, kommt jetzt kein Abspann, nichts danach. Na? Ist das nicht toll? Super. Gut, dann, ja. Also, bevor ihr mich spammt und fragt, spielst du den zweiten Teil? Werde ich auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob ich... Also ich werde auf jeden Fall jetzt nicht sofort damit anfangen. Ich werde jetzt erstmal ruhen lassen. Und ich weiß nicht, ob ich so lange warte, bis alle Episoden draußen sind. Weil ich mag das nicht. Wenn, dann will ich so ein Spiel gleich voll durchzocken. Weil das fesselt mich. Das hat mich richtig gefesselt. Eines von wenigen Spielen, die mich wieder richtig am Bildschirm geknebelt haben. Ja, Wahnsinn. Cool. Da haben wir aber ganz schön viel erlebt. Mein Gott. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Walking Dead Nummer 2, dann seid ihr wieder mit dabei. Und dann bestreiten wir Abenteuer Nummer 2. Ja. Mein Name ist Ben und ich sage... zum letzten Mal für The Walking Dead 1
und dessen Special 400 Tage für heute und für immer. Auf Wiedersehen. Tschüssi!